Herzlich willkommen zu einem weiteren Linchpin Review. Alle 10 Wochen erzählen wir euch, welche neuen Funktionen wir entwickelt haben und auf welche Funktionen ihr euch mit der nächsten Intranet Suite freuen könnt. Wer während der Präsentation mit uns chatten möchte, kann dies über Telegram tun. Über seibert.biz/linchpinreviewchat könnt ihr in die Gruppe in Telegram kommen und direkt Fragen stellen und wir werden sie umgehend beantworten. Neben der Demonstration der neuen Features werden wir euch heute etwas über Linchpin Essentials erzählen. Außerdem gibt es eine neue Kategorie in unserem Review, die nennen wir Linchpin and Friends. Ihr könnt gespannt sein, was es damit auf sich hat. Dann geben wir euch natürlich wie immer einen Ausblick und erzählen euch, was wir uns für die nächsten 10 Wochen vornehmen und worauf ihr euch im Sommer freuen könnt. Und zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit, mit uns in einem Hangout weiter zu diskutieren und Fragen zu stellen. Ich habe heute wie immer ein paar Kollegen aus den Entwicklungsteams mitgebracht. Heute sind das der Christian, der Alain und der Matze. Schön, dass ihr dabei seid. Und nun bleibt es mir noch, euch viel Spaß zu wünschen bei der Demo der neuen Linchpin-Features. Und beginnen mit unserer kleinen Geschichte. Stellt euch vor, wir arbeiten in einem Intranet. Linchpin benutzen wir hier sehr rege und es ist ein sehr etabliertes Tool. Und jetzt haben wir ein neues Team, das sitzt in Paris und wir möchten natürlich auch mit diesen Kollegen genauso zusammenarbeiten, wie wir das hier an unserem Standort tun. Mit Linchpin geht das natürlich. Und Christian hat heute die Aufgabe, diese neuen Kollegen willkommen zu heißen. Zeig mal, was ihr gemacht habt, Christian. Sehr gerne. Meine Aufgabe ist es zunächst, unser Theme etwas anzupassen, um die Kollegen in Paris willkommen zu heißen. Davor hatte ich erst ein bisschen Angst, weil man im Theme so wahnsinnig viel konfigurieren kann. Aber das ist jetzt deutlich einfacher geworden, weil wir ein neues Feature entwickelt haben. Ich gehe in die Konfiguration des Themes und sehe ganz oben direkt einen neuen Button. Starten Sie den Theming Wizard, wo ich mit wenigen Klicks schon mal einen Schnellstart für ein Theme habe. Da klicke ich auch drauf. Das ist unser aktuelles Logo und ich habe eine angepasste Version, mit der ich die französischen Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen kann. Klicke jetzt hier drauf. Die primäre Farbe dieses Logos wurde auch ausgelesen direkt. Das ist das Rot des Schriftzugs gewesen. Ich kann die auch noch ändern, wenn ich will, aber ich glaube, das passt ganz gut. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, ist direkt das Theme aktiv und die rote Farbe wurde direkt auch zum Beispiel für Buttons etc. eingestellt. Dieses Feature, was Christian uns zeigt, ist natürlich viel mehr für diejenigen gedacht, die das Theme noch nicht konfiguriert haben, um wirklich mit ganz wenigen Klicks den ersten Start zu haben. Genau, wie man jetzt im Theme sieht, das Logo ist da, Buttons sind rot, auch unsere Sidebar ist rot. Da ist vielleicht dem aufmerksamen Beobachter, der aufmerksamen Beobachterin direkt aufgefallen, es gibt ein neues Icon. Es gibt eigentlich auch noch eins, fällt mir gerade auf. Wir haben nämlich eigentlich auch ein Jira angebunden. Da muss ich, glaube ich, noch in der Sidebar-Konfiguration, die ist auch ganz neu, das Jira-Modul aktivieren. Inzwischen werden es immer mehr Module in unserer Sidebar und deswegen gibt es jetzt auch eine Konfiguration, wo ich die einzeln aktivieren oder deaktivieren kann. Ich habe jetzt die offenen Jira-Vorgänge mal aktiviert. Außerdem neu sind meine Confluence-Aufgaben und auch alle Updates. Ich speichere das direkt und gehe wieder zurück auf die Startseite. Und da sind auch ganz neu die Jira-Vorgänge mit dabei. Das können ganz schön viele sein, aber ich habe jetzt direkt aus unserem Intranet raus auch den Überblick über meine offenen Jira-Tasks und Issues. Außerdem gibt es auch für die Confluence-Aufgaben. Ah, prima. Aktionslogo Paris hochladen, Theme anpassen, das habe ich schon erledigt. Das kann ich jetzt direkt aus der Sidebar heraus abhaken. Auch neu sind alle Updates. Blätter ich immer ganz gern durch, gucke, was es Neues gibt im Internet, was wo sowas passiert. Und Kontakte ist weiter da. Ah, der Mathieu, den gucke ich mir doch mal an. Mathieu, der Mobil. Aha, neu. Mathieu, du hast ja noch gar kein Profil-Hintergrundbild. Stimmt, Christian. Dann gehe ich doch gerade mal, zeig mal, wie man das vielleicht konfigurieren kann. Also wir sind jetzt hier auf meinem Profil
Und für die Leute, die das Linchpin User Profiles schon länger kennen, werden vielleicht gemerkt haben, dass es jetzt schon komplett anders aussieht. Der Header-Bereich ist deutlich prominenter. Das Profilbild wird in der Mitte angezeigt, genauso wie die weiteren Informationen, wie zum Beispiel der Name oder in dem Fall auch die E-Mail-Adresse. Das Feature, was der Christian angesprochen hat, das kann man hier oben in der linken Ecke erkennen. Da gibt es so ein kleines Bildsymbol und wenn ich da jetzt draufklicke, habe ich die Möglichkeit, ein Hintergrundbild zu wählen. Da wir ja über ein Team in Paris sprechen, hätte ich jetzt gerne den Eiffelturm. Das Problem beim Eiffelturm ist natürlich, der ist relativ hoch, aber das ist ja für mich kein Problem. Ich nehme einfach einen Eiffelturm, der gekippt ist. Dann passt er bestimmt auch irgendwie in das Bild. Ja, dann kann ich das nur ein bisschen positionieren mit der Maus und kann das jetzt abspeichern. Und dann sehe ich sofort, ohne dass die Seite neu lädt, dass das Hintergrundbild jetzt hinterlegt ist. Was ich auch machen kann, ist, das Bild noch zu auszutauschen und ein weiteres Bild zu wählen, zum Beispiel jetzt mal ein Baguette. Kann auch das speichern. Und wenn ich jetzt auf diesen Bearbeiten-Button klicke, dann sehe ich auch, dass das Bild, was ich eben hochgeladen habe, auch angezeigt wird. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, zwischen den bereits hochgeladenen Hintergrundbildern zu wechseln. Und ich wähle jetzt natürlich mal ein Bild aus, was wirklich passt und jetzt nicht so ein Quatschbild ist. Wir haben hier die Möglichkeit, viel mehr Individualität in den Profilen darzustellen. Das kennt man natürlich von Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Und das ist etwas, was wir seit langem auch schon angekündigt haben. Und ich bin total happy, dass wir das jetzt endlich haben. Wir sind sehr gespannt, was ihr als Linchpin-Nutzer damit anstellt und freuen uns über euer Feedback. Genau, wo ich jetzt gerade nochmal auf dem Profil bin, fällt mir auf, ich habe jetzt eine Telefonnummer bekommen. Die ist hier noch gar nicht angezeigt. Da gehe ich doch gerade mal auf das Profil bearbeiten hier und habe jetzt die Möglichkeit, im Kontaktbereich meine Telefonnummer zu hinterlegen. Und da sehe ich jetzt auch schon, da ist so eine Länderflagge angezeigt. Und dabei handelt es sich jetzt um ein validierbares Telefonfeld. Das bedeutet, wenn ich da jetzt eine Telefonnummer eintrage, die ungültig ist, zum Beispiel nur eine Vorwahl enthält oder zu kurz ist, dann bekomme ich direkt einen Hinweis, dass diese Nummer ungültig ist. Und während des Hinweises kann ich auch nicht das Profil speichern. Wenn ich jetzt die Nummer mal vervollständige und auch mal ein paar andere Informationen hinterlege, und die speichere, dann werden diese alle im Kontaktbereich angezeigt. Und was auch ganz cool ist, wenn ich jetzt das Fenster ein bisschen kleiner mache, dann werden diese Informationen auch responsive zusammengeschoben. Im Hintergrund kann man sehen, das Bild skaliert sich ein bisschen rein in diesen Hintergrundbereich und die Textinformationen darunter werden dann auch im Notfall mehrzeilig dargestellt. Genau, aber ich glaube, Christian, du warst noch gar nicht fertig mit dem Konfigurieren, oder? Das stimmt, Matze. Danke. Genau, ich habe ja noch mehr zu tun, als das Logo auszutauschen. Ich soll nämlich auch noch, ich schaue besser noch mal nach, die News-Kategorien ins Französische übersetzen. Jetzt kann ich leider selber gar kein Französisch. Aber wir haben auch ein neues Feature in der Konfiguration gebastelt für das Personenverzeichnis, dass man da filtern kann. Dann schaue ich doch mal da rein. Und da sind schon Filter konfiguriert fürs Personenverzeichnis, Standort und Abteilung. Die kann ich direkt in der Reihenfolge ändern, wenn ich möchte. Land, Filter hinzufügen. Languages, das klingt gut, das füge ich direkt hinzu. Das speichere ich mal und gehe mal ins Personenverzeichnis. Das hat gleich einen neuen Look. Das sieht jetzt aus wie unsere anderen Portale. Und die erweiterten Filter sind neu. Abteilung, was Standort. Wir hier sehen, Entschuldigung, Christian. Natürlich, was wir hier sehen, ist wirklich der erste Schritt zu einem Telefonbuch. Das Personenverzeichnis in Confluence wird von vielen gar nicht für sinnvoll erachtet. Gleichzeitig wissen wir, dass unsere Kunden das Bedürfnis haben nach einem Telefonbuch. Bisher kann man solche Fälle über die Custom User List oder die Custom User Search erfüllen. Jedoch ist unsere Vision, dass man das künftig über diese eine zentrale Seite, über das Personenverzeichnis auch tun kann. Genau, und der erste Schritt sind diese Filter. Und ich suche mir jetzt einfach eine Kollegin oder einen Kollegen,
der Französisch sprechen kann. Der Allah spricht Französisch. Allah? Ah, super. Hier, du sprichst ja Französisch, das wusste ich gar nicht. Kannst du mir mal was helfen? Klar. Ich müsste nämlich unsere News-Kategorien übersetzen ins Französische. Okay, kann ich gerne machen. Würde ich aber dann danach dir den allen auch mal was im Mobile zeigen. Passt das? Klar. Sehr gut. Danke. Ist da was Neues, da freue ich mich drauf. Prima, dann gehen wir mal in die Konfiguration der News-Kategorien. Genau, ich würde zumindest mal anfangen machen. General, allgemein. Aber was heißt das auf Französisch? Kannst du einfach General nehmen, das passt. Einfach General, das ist ja fast wie im Englischen. Ich muss hier eine neue Sprache hinzufügen. Ich mache das nochmal langsamer. Das ist nämlich neu in der Kategorienverwaltung. Die Weltkugel von Lynchpin Translations, womit man jetzt einzelne Kategorien auch mehrsprachig anlegen kann. Französisch wollte ich hinzufügen. General. Genau. Accents? Mit Accents natürlich. Selbstverständlich. Und Events, da bist du auch ein Profi für? Ja, klar, können wir gerne mal machen. Kannst du mal übersetzen, also reinschreiben, ist Événement, wie man es spricht. Wie man es spricht, okay, das kriege ich hin. Französisch haben wir schon hier. Wie man es spricht, dann müsste das ja, wenn man auch reinklickt, dann müsste es ja so aussehen. Genau, perfekt. Prima. Das ist ja einfach. Können wir kurz noch checken, ob das bei dir auch angekommen ist? Du hast ja Französisch wahrscheinlich dann auch als Sprache eingestellt. Ja, klar, auf jeden Fall. Können wir gerne mal machen. Dafür gehe ich am besten in das Newsportal. Genau, richtig, im Newsportal sind die Kategorien jetzt nämlich auch direkt in der Sidebar verfügbar. Ah, prima, da sind sie. Da, General. Da unten Evernote. Ja, super. So, damit das natürlich in Zukunft komplett ist, braucht man nicht immer die Luxusversion von DeepL in Form vom Allah. Wir wissen natürlich alle, dass das einfacher geht, aber was wir euch zeigen möchten, ist, dass wir die Übersetzungsmöglichkeit, die sehr komfortabel über dieses Weltkartensymbol funktioniert, nach und nach wirklich in allen relevanten Oberflächen auch anbieten, um euch die Übersetzung von Begriffen zu erleichtern. Cool. Dann würde ich mal auf Mobile umwechseln. Genau, wir können ja nachher weitermachen mit den Kategorien. Genau, machen wir. Danke dir. Kein Problem. Dann würde ich euch mal gerne zeigen, was es Neues in Mobile gibt. Und zwar haben wir grundsätzlich den technischen Unterbau ein bisschen verbessert. Und wenn man mal hier jetzt mal dieses System lädt, ist es so, dass wir die Performance verbessern konnten und haben auch grundlegend den Look der App überholt. Und zwar sollte es jetzt ansprechend des OSs wie eine noch nativer als vorher aussehen. Und hier zum Beispiel sieht man die News im iOS-Look. Und da kann man auch zum Beispiel die Detailansicht ist auch ein bisschen frischer und moderner, wie man es dann auch aus anderen Apps vielleicht heraus erkennt. Ich würde gleich auf den Microblog wechseln. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen ein Augenmerk darauf legen, dass wir die Ladeanimation dann ein bisschen moderner und leichter verständlich dargestellt haben. Und eine Sache, die wir hier auch ein bisschen verbessert haben, ist der Editor. Und da würde ich dann mal gerade eine Antwort schreiben. Und da sieht man auch schon, was ist denn daran besser, Allah? Genau, ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Ad-Mention, um jemanden zu erwähnen, ausgewählt. Die Optik entspricht jetzt eher der von Confluence aus dem Desktop, die wir kennen. Und generell ist ein bisschen dieses Wackelverhalten im Editor deutlich besser geworden, als man es noch von vorher kennt. Cool. Genau, man sieht auch, dass man hier die Ansicht, was für ein Post neu ist, ist auch überarbeitet worden. In den Kontakten ist es jetzt so, da haben wir den Mathieu de Mobile. Und wenn ich einmal drauf gehe, sehen wir auch dann schon ein Feature, das wir dann mittlerweile auch sofort in Mobile verfügbar haben, nämlich den Hintergrund, also von dem Profil. An der Pages-Übersicht hat sich jetzt nicht ganz so viel Neues
geändert. Da kann man jetzt hier nur mal einmal zeigen, dass man auch ähnlich wie bei dem, auf dem Desktop, dass man eine Unterscheidung hat zwischen Ad-Mentions an andere und Ad-Mentions an einen selber. Der letzte Punkt ist hier der More-Bereich. Der ist ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen besser strukturiert worden und da bereiten wir auch gerade vor, mehr Informationen über einen selber, über das Profil von einem darzustellen. Das wär's dann. Okay, vielen Dank an euch drei für die Präsentation von den neuen Features. Ich möchte das gerne nochmal zusammenfassen. Wir haben einige Verbesserungen im Linchpin Theme gesehen. Das ist zum einen der Theming Wizard, der vor allem für diejenigen da ist, die Confluence oder die das Linchpin Theme initial konfigurieren. Man kann also dort mit ganz wenigen Klicks das Logo und eine Primärfarbe setzen und wird sehr schnell ein individuell angepasstes Design vorfinden. Was wir noch mit ausliefern werden, ist die erweiterte Linchpin Sidebar. Wir kennen bisher viele Funktionen aus Linchpin, die Kontakte, das Launchpad, aber wir werden jetzt auch interessante Funktionalitäten aus Confluence wieder mit zugänglich machen und eben mit der Jira-Anbindung eine sehr coole Integrationsmöglichkeit schaffen. Des Weiteren haben wir sehr coole Dinge rund um die Benutzerprofile gesehen. Das Hintergrundbild, auf das ich mich schon lange freue. Und zum anderen wird es jetzt eben möglich sein, ein validiertes Telefonnummernfeld anzubieten. Die dritte Verbesserung ist das Personenverzeichnis. Das Personenverzeichnis ist endlich die letzte Linchpin-Portalseite, die nun auch im einheitlichen Look ausgeliefert wird und wird also perspektivisch das zentrale Telefonbuch für ein Unternehmen werden können. An dem News-Modul haben wir kleine Verbesserungen gemacht, indem wir jetzt auch auf der News-Portalseite die Kategorien anzeigen können und die Übersetzungsmöglichkeit der Kategorien auch sehr komfortabel mit ausliefern. Und dann hat Alain uns viele neue Funktionen und vor allem einen neuen Look in Linchpin Mobile gezeigt. Linchpin Mobile wird mit der neuen Version viel moderner und die Performance wird auch besser. Und neben solchen Beispielen wie dem besseren Editor im Microblog gibt es noch viele, viele kleine andere Verbesserungen. Probiert's aus, es wird Spaß machen. Die Linchpin Intranet Suite erscheint Ende März. Gerade sind wir dabei, die Funktionen der einzelnen Teams im Zusammenspiel zu testen, um dann mit einem guten Gefühl das Release ausliefern zu können. Ihr habt die Möglichkeit, an einem Early Access Programm mitzumachen. Und damit könnt ihr die Linchpin Intranet Suite schon vorab testen. Schreibt uns einfach in Telegram, wenn ihr mitmachen wollt. Und einige von euch, die kennen das auch schon vom letzten Mal und die wissen, dass auch Tillmann in der Kunden-Community und in der Partner-Community nochmal darauf aufmerksam machen wollt. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht, denn damit können wir die Qualität von der nächsten Suite deutlich steigern. Das war's zur neuen Linchpin Intranet Suite, aber es ist auch sonst noch etwas passiert. Zum einen werden wir mit dem Erscheinen der nächsten Linchpin Intranet Suite auch Linchpin Essentials releasen und als neues kleines App-Bundle auf den Atlassian Marketplace geben. Linchpin Essentials ist eine Kombination aus dem Linchpin User Profiles und aus dem Linchpin Theme. Matze, zeig uns doch mal gerade das Dashboard, wie das aussehen kann. Was wir hier sehen, ist erstmal etwas, was deutlich das Linchpin Theme beinhaltet, aber wir sehen eben unten, die Nachrichten sind im ganz normalen Confluence-Look, auch der Aktivitätsstrom spielt da eine große Rolle, denn die Idee hinter Essentials ist, dass wir einem Confluence viel mehr Identität geben können. Außerdem sind solche tollen LTP-Vorteile oder unsere Theme-Funktionalitäten mit ausgeliefert, wie zum Beispiel das schöne Bereichsverzeichnis. Eben auch im typischen Linchpin-Portal-Look, wo man auch sieht, auch die Bereichsübersicht kann man mit dem Linchpin-Theme viel prominenter und schöner gestalten. Und alles, was wir eben auch gesehen haben, die neuen Profile und das neue Personenverzeichnis, liefern wir auch mit Linchpin Essentials aus.
Das ist jetzt ein Thema, was weniger interessant ist für Linchpin-Intranet-User, denn denen würden ganz viele Funktionalitäten auch fehlen, denn Personalisierung, richtig gute News, das Launchpad, all das gibt es eben nur in der Linchpin-Intranet-Suite. Linchpin Essentials ist für die interessant, die ein Confluence im Einsatz haben, als Kollaborationstool oder Wissensmanagement-Tool und die sich wünschen, dass Confluence von mehr Teams im Unternehmen erfolgreich genutzt wird. Des Weiteren möchten wir auch euch etwas erzählen über eine Verknüpfung mit einem Plugin von einem unserer Partner, nämlich unser Partnerunternehmen Bitvoodoo aus der Schweiz ist bekannt für seinen View-Tracker, ein Analyse-Tool für Confluence. Und da gibt es jetzt auch eine erste Kombination aus dem View-Tracker und Linchpin, weil das ganz viele Kunden von Bitvoodoo sich gewünscht haben. Und der Matze zeigt uns das jetzt nochmal. Genau, ich bin jetzt wieder auf der Review-Instanz, auf dem Dashboard und sehe jetzt hier in dem Cover-Stories-Makro, da sind jetzt zwei News, die haben so eine optische Hervorhebung. Das bedeutet im Prinzip, ich habe diese zwei Nachrichten noch nicht angeschaut, die anderen beiden schon. Und der geht dann weg, wenn ich diese News einmal tatsächlich aufrufe. Und diesen Look mit dieser optischen Hervorhebung, den haben wir nicht nur in dem Cover Stories Makro, sondern an allen anderen Stellen, wo wir News auch darstellen. Zum Beispiel im News Portal, da kann man das sehen. Und auch in der Listenansicht davon. Das heißt auch im Corporate Newsfeed zum Beispiel oder im Personal Newsfeed würde das genauso auftauchen. Wenn ich jetzt diese News mal öffne, diese zweite in diesem Fall, dann merkt der View-Tracker, dass ich das jetzt gelesen habe. Und wenn ich jetzt zurückwechsel auf das News-Portal, dann wird mir dieser lila Kreis nicht mehr angezeigt. Vielen Dank, Matze. Dann bleibt es mir noch etwas zum Ausblick zu sagen. Womit wollen wir uns in den nächsten 10 Wochen beschäftigen? Ganz ehrlich muss ich sein, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das am Montag immer noch der Plan ist, denn in aktuellen Zeiten ändert sich von Tag zu Tag das, was wir hier tun. Auf jeden Fall haben wir im Moment vor, in den nächsten 10 Wochen weitere Verbesserungen rund um die Nutzerprofile durchzuführen. Das ist zum einen, dass man auch über die mobile App Nutzerprofile bearbeiten können soll. Und zum anderen, das, was wir für die News-Kategorien und die Übersetzbarkeit gesehen haben, möchten wir auch für die Felder, für die Profilfelder in den Linchpin-Nutzerprofilen anbieten. Das heißt, die einfache und komfortable Übersetzbarkeit. Und dann möchten wir noch etwas tun, um die Konfiguration der Nutzerprofile deutlich zu verbessern, nämlich den Profil-Editor im Admin-Bereich verbessern, sodass es künftig deutlich einfacher sein wird, neue Profilfelder anzulegen. Auch etwas aus der Kategorie Linchpin and Friends wird eine Anbindung zwischen dem Linchpin Enterprise News und dem Blueprint Curator sein. Denn wir möchten auch für Blueprints von Blogartikeln Linchpin News spezifische Inhalte darstellen können und direkt in Blueprints auch abfragen. Zum Beispiel wird man dann in einem einfachen Prozess, in dem man einen Blueprint benutzt, auch direkt zum Beispiel nach Nachrichtenkategorien gefragt oder auch nach Bildern für die Blogartikel. Das ist ein Feature, an dem sehr viele von unseren Kunden Interesse haben und wir hoffen, dass sich über die Umsetzung dann viele freuen werden. Eine weitere Sache, die wir auch schon sehr lange diskutieren, sind die Org-Charts. Jeder, der Linchpin kennt, kennt vielleicht auch die Org-Charts-Funktionalität im Linchpin User Profiles. Das ist im Moment eine sehr rudimentäre Lösung, in der Vorgesetzte und sozusagen Untergebene dargestellt werden. Und wir möchten die Org-Charts-Funktionalität ausbauen und werden da in den nächsten 10 Wochen einen ersten Schritt tun. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv damit, an welche Hindernisse Linchpin-Nutzer kommen, die zum ersten Mal unser System konfigurieren. Wir haben dazu sehr viele Usability-Tests gemacht und sehr spannende Erkenntnisse. Und was wir gelernt haben, ist, dass ein Riesenhindernis ist, dass es sehr, sehr schwer ist, ein Dashboard für Linchpin zu konfigurieren, wenn man Linchpin auf ein Confluence drüber installiert. Und deswegen möchten wir künftig mit Linchpin Default Dashboards ausliefern, sodass man also direkt ein cooles Dashboard als Vorschlag bekommt und damit direkt in die Zusammenarbeit im Intranet starten kann.
dieses Thema, wie können wir es unseren Administratoren erleichtern, Linchpin zu konfigurieren, möchten wir auch weiter ergründen und werden da gezielt weiter dran arbeiten. Das Thema Space Privacy wird uns auch beschäftigen, denn Data Center spielt eine wichtigere Rolle. Wir haben die Linchpin Intranet Suite schon lange für Space Privacy fertig gemacht. Viele unserer Linchpin-Kunden nutzen jedoch Space Privacy als Erweiterung, um aus Linchpin ein Extranet zu machen. Und Space Privacy ist bisher noch nicht Data Center approved. Und das möchten wir in den nächsten 10 Wochen ändern. Das war unser Ausblick. Wenn ihr euch Dinge wünscht, die wir jetzt noch nicht genannt haben, dann schreibt die auf linchpin.kenny.io. Schreibt uns auf, welche Feature-Requests ihr habt oder stöbert mal, was sich andere von uns wünschen und votet. Denn wir werden immer mehr versuchen, auch die Wünsche von Kenny mit einzuplanen. Das heißt, die die meisten Votes haben, werden wir uns auch viel genauer ansehen und künftig dann umsetzen. Jetzt im Anschluss an das Review gibt es noch eine Möglichkeit, mit uns weiter zu chatten. Ich bin gespannt, was für Fragen ihr habt und freue mich über alle, die noch dabei bleiben. Ansonsten bleibt es mir nur noch Danke zu sagen und ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt. Wir hier bei Seibert Media halten die Stellung. Wir sind im Homeoffice, aber super ausgestattet mit digitaler Software und versuchen gerade ein Best Practice in dieser schwierigen Situation. Also macht's gut!